Jawohl, besser geht's noch nicht. So langsam habe ich den Bogen mit dem Timer raus. So langsam starte ich ihn wirklich exakt in dem Moment, wo das Bild sich langsam öffnet. Und damit hallo, herzlich willkommen zum 41. German Schlock. Kaum zu glauben. Eben erst hatte ich das einjährige Stream-Jubiläum und das nächste Jubiläum steht schon quasi im Deckel, weil mit diesem Vlog gerechnet sind es nur noch 10 Vlogs und dann haben wir 50 verschiedene Vlogs im Laufe der Jahre aufgenommen. Im Laufe der vergangenen Monate aufgenommen. Anderthalb Jahre, wie auch immer. Ich meine, wie man ja anhand des letzten Vlogs kennengelernt hat, Zeit ist für mich so ein relativ dehnbarer Begriff. Da wird aus einem Jahr schon mal Jahre. Ah. 50 Vlogs. Ich schätze mal, das werde ich so... Juli, August wird so grob ungefähr sein. Dann werde ich dann die Nummer 50 aufnehmen. Und das werde ich mir auch nicht nehmen lassen. Vielleicht lasse ich mir noch mal was extra einfallen lassen. Mal gucken, schauen, tun. Das Wetter. Okay, das hat man jetzt nicht gesehen. Ich wollte jetzt hier wieder Tagesschau Papier aufstoßen, aber naja. Ja, kurioses Wetter irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir, ich habe heute meine üblichen 90 Minuten um den Block gedreht, weil man muss ja etwas für den Körper tun und für die Gesundheit. Es ist wolkenbehangen, es ist aber auch extrem, ist aber auch warm, jetzt nicht so warm wie gestern. Und ab und zu kommen ein paar Tropfen runter. Keine Ahnung, ob da noch ein bisschen mehr was kommt, ob es jetzt da noch gewittern wird. Also ich weiß, dass wohl westlich des Rheins es wohl mächtig kräftig gerumst hat. Bei mir ist nichts angekommen. Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Naja. Mal gucken, schauen, tun. Ja, Speedrun Podcast, da gibt's jetzt nicht allzu viel zu sagen. Ich wollte eigentlich nur sagen, wir haben jetzt einen ersten Gast. Wer das ist, werde ich noch nicht verraten. Und wir haben einen groben Zeitraum, wo das Ganze stattfinden soll, und zwar Ende Mai, so nach der Dokumi. Wie alles jetzt ablaufen wird, ich halte euch auf dem Laufenden, aber ihr könnt euch darauf freuen. Es wird ein fantastisches Debüt werden. Und ja, ich lehne mich damit weit aus dem Fenster, aber glaubt mir, es wird sich lohnen. Wir haben nämlich einen Gast. Ich will nicht zu viel verraten, aber wer die alten Speedrun-Podcasts verfolgt hat, der wird die Person vielleicht kennen. Und damit belasse ich es. Und komme zum VOD-Archiv, wobei ich da mal einen kurzen Szenenwechsel machen muss. Und noch ein paar Sachen vorbereiten muss, die ich eigentlich schon längst hätte selber vorbereiten können. Aber nun gut, ich bin ja ein Idiot manchmal. Ich hab's geschafft! RPG Limit Break 2016 ist fertig. Tutto completo verlinkt. Ich habe keine Ahnung, wo das Music Present abgeblieben ist. Hatten wir damals ein Music Present? Ich meine, nein. Bin mir dabei nicht 100% sicher. Und, ja, es gab die eine oder andere Überraschung. Kingdom Hearts 2 Final Mix fand ich überraschend, dass jemand mit Moonstriker eine Weile lang mitgehalten hat, weil Moonstriker hat ja die Angewohnheit, halt andere Leute in Grund und Boden zu reden. Aber ich, ja. Ich glaube, das war so. Nee, das war damals so. Es kam zwischen Mond und Neros sogar zu ein paar Meinungsverschiedenheiten. Ich weiß nicht mehr genau, worum es ging. Um welche Kingdom Hearts Sachen. Ich meine, vergebt mir, Kingdom Hearts Speedruns interessieren mich jetzt nicht so sehr die Bohne. Ich kann bis heute nicht ganz nachvollziehen, wieso sie so beliebt sind.
Aber ja. Und daher kann ich nicht so ganz nachvollziehen, wieso und weshalb die sich da in die Wolle gekriegt haben. Naja, letzten Endes hat der Mond das Ding alleine durchgezogen und man ja auch einen guten Job gemacht. Nero's Soren hat dann uns noch im Laufe des Events vorher fleißig unterstützt. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, bei Final Fantasy Adventure und Final Fantasy VI war er nicht ursprünglich eingeplant, sondern hat sich halt eingebracht, was auch gut war. Naja, das war halt RPG Limit Break 2016. Und jetzt kommt natürlich die NASA, wo ihr seht, hier ist nichts vorhanden. Gut, wieso ist da nichts vorhanden? Wieso leg ich das denn überhaupt an? NASA 2016, das war. Ja. Wie soll ich das am besten formulieren? Interessant. Ja. Interessant im Sinne dieses chinesischen Fluches, mögest du in interessanten Zeiten leben. Ah. Hintergrund war, dass die NASA, also NASA steht für North American Speedrunner Assembly. Das war halt der nordamerikanische Ableger der ESA, der European Speedrunner Assembly oder damals noch European Speedster Assembly. Und die NASA wurde von Naglaria gegründet, einem der bekanntesten nordamerikanischen Speedrunner, der auch immer für ein paar gute Scherze oder augenzwinkernde Runs gut ist. So hat er zum Beispiel mal Barney Hide and Seek heißt, glaube ich, dieser Speedrun, wo man im Prinzip nur den Controller hinlegen muss und das Spiel läuft von alleine. Und der hat das mal submitted mit No Hands and Three Legs. Weil er einen Hund hat, der halt nur auf drei Beinen läuft. Und solche Sachen macht er halt. Also ein wirklich exzellenter Speedrunner. Und ich kann jedem nur empfehlen, folgt dem Herrn. Das Debüt der NASA war nicht ganz so gelungen, um es mal so zu formulieren. Das fing schon damit an, dass die mit ein paar Stunden, nee, nicht Stunden, ein paar Minuten Verspätung anfingen, weil die Probleme mit ihrem Internet hatten. Die waren in einem Hotel untergekommen und, warte, nee. Sorry, wenn ich jetzt ein bisschen durcheinander komme, wenn es jetzt wieder ein bisschen friemelig wird. Ich muss erstmal wieder nachdenken, wie das damals war. Ich glaube, zuerst hatten die Schwierigkeiten, überhaupt in den Raum zu kommen, wo das Event stattfinden sollte. Weil derjenige, der am Veranstaltungsort die Schlüssel verwahrte und auch verwaltete, der war nicht da. Also mussten die erstmal finden. Womit das Event dann erstmal mit ein bisschen Verzögerung anfing. Und dann war es auch noch so, dass die enorme Probleme mit ihrem Internet hatten. Der Stream brach immer wieder zwischendurch zusammen, musste immer wieder neu gestartet werden. So dass wir bereits, ich glaube, innerhalb kürzester Zeit am ersten Tag einen Delay von 8 bis 10 Stunden hatten. Was natürlich einiges ist. Und als sich dann abzeichnete, okay, es wird nicht besser, haben wir dann, also die damalige Leitung, bestehend aus DJF Paul, New und mir, gesagt, ja, okay, bringt nichts, das. Wir können kein vernünftiges Commentary ablegen. Ich glaube, wir hatten damals nur ein, zwei Runs, wo wir was halbwegs Gutes in Sachen Commentary hinlegen konnten.
Und haben dann so kurz vor Final Fantasy XII gesagt, okay, wir müssen aufhören, das bringt nichts. Es ist einfach Kacke, was da jetzt gerade abläuft und dementsprechend, ja, haben wir dann halt die Reißleine gezogen. Es war kurz vor Final Fantasy XII. Ja. Wir haben dann auch McLaren Bescheid gesagt, der das dann auch eingesehen hat. Die Ironie des Ganzen ist, gegen Ende hatten die wieder alle, waren die wieder im Lot, waren die wieder im Schedule drin, haben die diese, hatten sich diese ganzen Probleme geklärt. Ja. Und die ganze Ironie wurde noch ironischer dadurch, dass halt ESA 2016 auch starke Verzögerungen hatte und wir haben den Restream nicht abgebrochen. Naja, seitdem habe ich immer wieder gehofft, dass wir eine Gelegenheit haben, NASA wieder zu restreamen. Nur hat sich nichts ergeben. Letztes Jahr war es so, dass die NASA ihr Schedule, ich glaube, erst 2 oder 3 Wochen vor Eventbeginn herausgebracht haben, was für uns einfach zu spät waren. Weil bei so einem großen Event hätten wir schon gerne mehr Vorlaufzeit, um das zu entsprechend zu präparieren. Und dieses Jahr hat es einfach deshalb nicht hingehauen, weil die NASA mit der Dokumi kollidiert. War das die Dokumi? Oder war es so, dass die NASA. Ich weiß nicht mehr. Irgendwie, ich glaube, es war die Dokumi, weshalb wir uns einfach beschlossen hatten, NASA dieses Jahr nicht zu restreamen. Mal sehen, was uns nächstes Jahr einfällt, wieso wir dann die NASA nicht restreamen können. Aber okay. Ich hoffe einfach, dass sich irgendwann eine Chance ergibt. Das ist halt eine Scharte. Es gibt zwei Scharten, die ich halt gerne aussetzen möchte. Scharte Nummer 1 ist SRC, Speedrun Central. Das war 2015, wo wir das restreamen wollten, direkt nach HDQ. Das war eine Riesenpleite. Wir hatten kaum Kommentatoren. Gott. Und deshalb, ja, hoffe ich irgendwann, dass die sich wieder, ja, dass das wieder irgendwann stattfinden wird und wir das dann restreamen können. Und die zweite Scharte ist halt, wie gesagt, NASA. Talk about Ehrgeiz. Nun gut. Ja, das nächste Event, was ich dann mir vorknüpfen werde im VOD-Archiv, ist SDQ 2016. Das wird dann auch lustig werden. Mal sehen, ob ich das schaffe, bis ich dann zweite Hälfte Mai entschwinden werde. Mal gucken, schauen, tun. Ja, und das Mario 3D Relay Event ist auf Twitch schon komplett gehighlightet. Auf YouTube muss das alles noch freigeschaltet werden und in einer Playlist gesammelt werden. Und dann mal gucken, schauen, tun. Auf das Mario-Event werde ich dann nochmal gleich eingehen. Jetzt mal kurz wieder einen Szenenwechsel. Und Split. Denn wir akzeptieren noch Bewerbungen. Und dies ist die letzte Chance, dass wir noch Bewerbungen akzeptieren. Eigentlich hätten wir jetzt schon einen Schlussstrich ziehen sollen, weil die 2 Monatsfrist, innerhalb der man als Rookie halt die ganzen, eine der Prüfungen bestehen muss, kollidiert inzwischen jetzt mit SDQ. Und das ist natürlich nicht gut. Deshalb hier nochmal die Aufforderung, wer gerne mitmachen möchte bei Germansh und über 18 ist, nicht minderjährig, der möge sich jetzt bitte bewerben oder bis SDQ oder ESA warten. Eine Person hat die Möglichkeit genutzt, jetzt beim letzten Mal, nämlich Moly, der neu hinzugestoßen ist. Wie üblich werde ich den Twitch-Kanal hier unter dem Vlog verlinken.
Und damit ein offizielles Willkommen, Molly. Willkommen in der Runde. Mögest du es genießen? Das wird dann noch interessant werden. Also wir haben, habe ich jetzt einfach festgestellt, in den letzten Monaten einige sehr gute Leute gesammelt. Oder haben sich bei Germanship beworben. So kann man das besser formulieren. Und damit komme ich zum Mario-Event. Da hätte ich vielleicht noch mal das. Ich weiß, ich bin schon mal ultra präpariert. So, Mario-Event. Mario! Das war interessant. Die Vorbereitungszeit lief jetzt vielleicht nicht ganz so rund. Weil das ist ein bisschen übertrieben formuliert. Also es gab ein paar Probleme. Zum Beispiel, dass die Layouts erst wenige Tage vor Eventbeginn in Auftrag gegeben wurden. Was dann natürlich die Grafikabteilung sehr erfreut hat. Nicht. Dann war es auch noch so, dass Ramwal, der halt ebenfalls während des Events mitmischen wollte, als Nebenkommentator und als Person, die Regie führen würde, einen Rückzieher machen musste, weil er krank wurde. An dieser Stelle gute Besserung, Ramwal. Ich hoffe, es geht dir besser. Naja, das war dann nicht die einzige interessant in Anführungszeichen, Überraschung, die es während dieses Events gab. Da gehe ich mal in der chronologisch vor. Bei Super Mario 64 war das Problem, dass ich hoffe, ich sage jetzt nicht die falsche Person, weil ich verwechsel gerne Nick mit Zero-Tricks. Das ist mir schon letztes Mal beim Speedrun-Podcast passiert, dass ich halt Zero-Tricks als Leiter für den Speedrun-Podcast ausgerufen habe. Dabei ist es Nickme. Aber zurück zum Thema. Es gab halt zu Beginn ein bisschen Konfusion. Macht Wilco das Commentary oder macht Nickme das Commentary? Aber das hat sich nach einer Weile dann gelegt, beide haben sich dann sehr gut ergänzt, so dass das dann lief. Außerdem wurde dann auch noch später gesagt, dass Wilco nicht der große Redner ist, wenn er einen Speedrun macht. Acht. Ja, dann war es gut, dass er nicht mehr bei Satab, nee, haben sie wie gesagt gut ergänzt. Ernst, soweit ich das dann mitgehört habe. Super Mario Sunshine habe ich dann noch ein bisschen mitgekriegt, ehe ich dann halt entschwunden bin. Weil ich dann was in der Stadt erledigen wollte oder gemacht habe. Das war in Ordnung. Mario Galaxy machte der Server zu Beginn ein paar Mucken. Aber da ist dann New Gott sei Dank hinzugekommen und hat das dann gefixt. So dass der Run dann gut ablaufen konnte. Zu Mario Galaxy 2 bin ich dann wieder hinzugestoßen. Da sollte ursprünglich Chuck neben Commentary machen, aber da Chucks Internet nicht so wollte, wie er wollte, um es mal so zu formulieren, ist dann halt Veni eingesprungen und das lief auch. Ja, der Sonntag. Super Mario 3D World. Ah, was soll ich dazu großartig sagen? Ich habe den Run nicht gehighlightet. Aus dem Grunde, ja. Das fing schon damit an, dass der Runner mich halt vorwarnte, ja, ich kann nicht direkt auf den Server streamen, sondern ich kann halt nur via meiner via Capture-Programm streamen. Also Capture-Card streamen und da weiß ich nicht, wie ich das in OBS einfügen soll oder wie auch immer. Ich meine, ich habe jetzt keine Ahnung, mit welchem Capture-Card-Programm man streamen kann. Aber okay. Keine Ahnung, wie gesagt.
Dann hieß es, ja, meine Capture Card macht Probleme und meine Mikroqualität ist nicht so gut. Okay, dachte ich mir. Dann versuche ich halt jemanden zu besorgen, der da hauptkommentieren kann. Vene ist eingesprungen, Doro hat Nebenkommentar gemacht. Und ich habe halt mit Yandema abgemacht, ich sag dir im Chat, wenn du dann loslegen kannst. Und er meinte dann am Abend vorher, also ich ändere schon wieder, ich merke schon wieder, ich gehe nicht stringent vor, tut mir leid. Yandema, das hätte ich vorher erwähnen sollen, ist Amerikaner. Und großen Respekt wirklich dafür, dass er sich bereit erklärt hat, bei diesem Event zu einer für ihn nachtschlafenden Zeit den Run zu zeigen. Und er meinte dann ja, meine Capture Card spinnt, kann sein, dass ich das vom Fernseher her abfilmen muss. In Ordnung. Dachte mir, das ist geht in Ordnung. Wir werden dem Chat dann erklären, wieso das so ist. Weil jetzt noch so kurzfristig Ersatz aufzutun. Nee, ging nicht. Vor allen Dingen, Janima war schon Ersatz, weil wir keinen. Weil Tarunagare, der halt das Event geplant hat. Er hat zwar einen deutschsprachigen Runner gefunden, der allerdings das Spiel schon längere Zeit nicht mehr angerührt hat und dementsprechend auch dann irgendwann nicht konnte. Dementsprechend ist es auch schon wieder gut. Naja, egal. Ja, der Run ging los. Und das Bild fror ein. Und fror ein. Und fror ein. Und fror ein. Und immer und immer und immer wieder. Zwischendurch ging es mal ein bisschen so, dass wir dann so dachten, also ich saß im Test mit den Leuten, die Regie geführt haben, wir dachten dann, okay, das wird jetzt gut, aber wir haben dann irgendwann gesagt, nee, komm, es bringt nichts, wir müssen den Run cutten. Mercy Kill. Weil kaum hat Yandema das Bild wieder neu eingerichtet und so. Ist es wieder eingefroren und er wusste einfach nicht, woran es lag. Er meinte, okay, das ist mir noch nie passiert. Mir ist also Standard ist, dass es ein bis zweimal während eines Runs einfriert. Wo ich mir auch noch dachte, ja, super genial. Das war nicht schön. Aber dafür lief Super Mario Odyssey umso besser. Und es gab halt die riesen Überraschung. Dem halt einen Tag vorher enthüllt wurde, von Nickmi, der halt gesagt hat, ja, ich habe Music Present für das Event angefertigt. Okay. 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 Ich meine, es ist sehr ungewöhnlich, dass wir für so ein Mini-Event ein Music Present haben. Aber okay. Es gab dann noch ein bisschen Kritik, ja, von wegen, dass die Kommentatoren nicht im Layout standen, beziehungsweise wer gerade Regie führt. Ja. Allerdings muss ich halt einwenden oder beziehungsweise erklären. Das lag daran, wie gesagt, dass das Layout kurz vor knapp fertig wurde. Und dass normalerweise bei den Mini-Events wir eine Person haben, die Regie führt und kein Nebenkommentator. Oder für gewöhnlich kein Nebenkommentator. Ich habe das letzte Mal, wo wir wirklich ein Mini-Event hatten, wo unterschiedliche Personen Regie geführt haben, das war das GBA-Event. Und das ist auch schon wieder zig Jahre her. Nun gut. An dieser Stelle möchte ich mich bei Tarunagare dafür bedanken. Und auch allgemein für seine Arbeit bei Drum'n'Sch bedanken, weil dies war die letzte Arbeit, die er als Drum'n'Sch-Mitglied gemacht hat.
Aus persönlichen Gründen hat der German verlassen und mir geht langsam der Platz aus für die ganzen Leuchttürme, die ich jetzt für diese German aufgestellt habe. Nun gut. Aber das ist einfach so. Es herrscht ein Kommen und Gehen. Ein Gehen und Kommen. Danke nochmal, Taro, für alles und alles Gute. Und damit einen Split. Na, ich befürchte, halbe Stunde werde ich dieses Mal knacken. Die Speedrun Station auf der Dokumi 2018 wird am Freitag starten um 16 Uhr und wird am Sonntag um 17 Uhr aufhören. Jetzt wird es natürlich vielleicht die eine oder andere Person geben, die sich noch daran erinnert. Okay, Moment, Moment, Moment. Sollte das nicht ursprünglich länger gehen? Ja, sollte es. Allerdings war es so, dass es bei der Dokumie einige, wie soll ich es am besten formulieren, kurzfristige Änderungen gab. Hintergrund ist einfach, dass die Dokumie eine LAN-Party geplant hat, mit, ich glaube, bis 2000 mit Teilnehmern oder so. Und dafür dann auch eine Schlafhalle angemietet werden sollte, von der dann German bzw. die Speedrun-Station profitieren sollte. Allerdings hatte sich bis zum Tag X für die LAN-Party gerade mal 100 Personen angemeldet, wodurch die Schlafhalle wegfiel. Und auch die Möglichkeit nicht mehr vorhanden war, dass halt die Speedrun-Station länger als 17 Uhr hätte streamen können. An dieser Stelle möchte ich mich bei Aresium, aka Marvin, bedanken, weil der wohl Himmel und Hölle mit der Dokumi in Bewegung gesetzt hat, damit die Runner trotzdem noch unterkommen können. Ich weiß nicht genau, was er da aus dem Hut gezaubert hat, aber es muss wirklich. Ja, danke dir, danke dir. Und großes, dickes, fettes Lob an Tiger, der auch das Unmögliche möglich gemacht hat. Und ich weiß nicht genau, was du gemacht hast, Tiger. Aber ich kann mir vorstellen, es muss die Quadratur des Kreises gewesen sein, dass du wirklich das Schedule so eingedampft hast. Ich weiß nicht, ob irgendwelche Runner rausgeflogen sind. Ich hoffe mal nicht. Ja, danke dir. Und wie gesagt, 18. Mai geht es los, 16 Uhr. Schaut auf Drukumi vorbei. Wir werden natürlich ein paar Runs präsentieren. Und das Ganze wird natürlich auch noch auf German gestreamt werden. So dass ihr das sowohl im Internet als auch vor Ort mitkriegen könnt. Und wieder. Szenenwechsel, Split SDQ. Was wollte ich denn zu SDQ noch sagen? Es füllt sich das Schedule. Wir haben es jetzt schon zu dreivierteln voll. Und es stehen noch ein paar Reaktionen aus. Ich habe halt diverse Runner angeschrieben. Einige wussten noch nicht, wie das mit der Arbeit hinhaut. Da werde ich dann im Mai noch spitz kriegen, wie das Ganze ablaufen wird. Andere haben sich überhaupt noch nicht gerührt. Da werde ich dann nächste oder übernächste Woche nochmal ein bisschen nachhaken. Und andere haben halt gesagt, ich kann zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht. Aber es sieht gut aus. Es sieht wirklich verdammt gut aus. Jetzt muss ich halt nur noch wissen, welche Setup-Blöcke gibt es, sprich, welche Runs werden in welchem Setup-Block drin sein. Das halt ist auch ganz wichtig, um halt nochmal Runner da zu kontaktieren. Und das Schedule darf sich nicht allzu sehr nach vorne oder hinten verschieben. Jedenfalls nicht vor Eventbeginn. Während des Eventbeginns, keine Ahnung. Und dann ist natürlich die große Frage,
Sollen wir irgendwelche Incentives unterstützen oder sollen wir es lassen? Aber das werde ich dann bei der nächsten Besprechung mal anhauen, was die dazu sagen, alle. Ich meine, einerseits ist es natürlich schön, wenn wir ein Incentive erreichen können, aber andererseits geht mir das Sellout von GDQ auch tierisch auf die Nerven. Und ich möchte es so wenig wie möglich unterstützen. Aber wie gesagt, das werde ich dann feststellen, wenn ich da mit meinen Leuten gesprochen habe. Und damit das Ende. Der nächste Vlog wird mit ein bisschen Verspätung am Montag hochgeladen werden. Ich bin halt Montag, Tag, normalerweise ist es halt so. Ich nehme den Vlog immer zur Mittagszeit auf und lade ihn dann hoch. Und ich bin nächste Woche Montag halt zu der Mittagszeit unterwegs. Daher wird es wahrscheinlich erst am Abend etwas werden. Das ist halt nur zur Vorwarnung. Und ihr könnt euch auf etwas Besonderes freuen, denn nach der Dokumi wird Tiger einen Vlog aufnehmen und ein bisschen ein Fazit von der Dokumi ziehen. Was hat gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen und so weiter und so fort. Also könnt ihr auch auf eine gute Urlaubsvertretung freuen. In dem Sinne beende ich jetzt die Zeit. RIP Estimate. Fuck my life. Ja, Toodles. Totziens, einen wunderschönen Tag und bis dann. Genießt die Woche, genießt den 1. Mai. Ciao!